Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim Mistlands auf unserem Kanal. Wenn ihr Bock habt, schaut auch mal bei Twitch rein, denn da streamen wir nebenbei live im Moment in einem ganz gemütlichen Chat mit unseren Freunden und Freundinnen und allem Möglichen. Und wir haben heute vor, Silber zu organisieren und natürlich auch Zwiebelsamen. Zwiebelsamen brauchen wir, um leckeres Futter zu kochen. Und ich will einen Wolfsumhang, sag ich auch gerne nochmal. Wir waren gerade unten, haben noch unser Schiff gerettet, denn das wurde gerade angegriffen von Grauzwergen. Wir haben hier in der letzten Folge eine kleine Bude gebaut mit einem Portal drin, dass wir auch direkt nach Hause flitzen können, wenn es denn sein muss. Da stehen ein paar Kisten drin für das Silber, welches wir dann mittels eines Karren vermutlich da runter poltern lassen werden. Wird bestimmt lustig. Es wird mit Sicherheit lustig. Gehen wir jetzt endlich. Gehen wir jetzt. Los. Oh, dafür werden wir unsere ganze Ausdauer brauchen. Oh ja, stimmt. Ausdauertrank habe ich. Okay. Dann versuchen wir mal hier hochzuflitzen. Das wird jetzt... Ich mach mal hier ein Polzchen. Ja. Ja, das Gebirge ist echt hoch, ja. Und die Drachenqueen ist nicht da oben. Das ist wirklich ärgerlich. Guck mal, hier können wir nochmal Pause machen. Ich erfriere. Ach, Moment. Ist schon soweit. Schlürf. Bist du bereit? So, und hier werden wir dann wahrscheinlich gleich auf einen Steingolem treffen. Bei unserem Glück. Ach komm, du bist immer so echt negativ, weißt du? Ja. Hast du deine Wünschelrute eigentlich ausgerüstet? Ja, Moment, das mache ich jetzt direkt. Ich spüre Verstück. Ja, bitte? Obsidian! Oh, Obsidian ist sehr gut. Lass mich das gleich abhacken. Ich will auch haben. Warte. Moment. Jetzt. Zack, zack, zack. Frostpfeile und. Hier eine Axt werde ich ja hier oben nicht brauchen. Nö. So. Ich habe hier irgendwo ein Golem. Hör ich ihn hören? Golem, hören, Golem. Ich hab's dir gesagt. Frostpfeile, Obsidianpfeile, Giftpfeile und so weiter und so fort. So, du, da ist er auch schon. Oder ich, du oder du, ich, oder du, ich. Mach du. Genau, gehen wir gleich hin. Hauen den Typen aus dem Fack. Hallo, ihr beiden. Uiuiuiui. Los, Attacke. Oder er uns, ja, das schauen wir dann mal. Dein Sein ist schön. Komm, bleib einfach stehen. Nein, geh doch nicht weg. Übrigens meine Wünschelrute. Mhm, ich höre sie. Golem, Baby, Golem. Ich schlage euch die Ruben ein. Er bringt übrigens schöne Kristalle. Boah, das tat jetzt genau, wirklich. Genau, die weh. Wollten wir haben. Die wollen wir haben. Der ist gleich weg. Und hört mal, wie der jetzt gleich schnurrt. Kannst du den aufheben? Bestimmt. So. Und sie hupt schon. Da ist auch noch ein Wolf gestorben. Nebenbei. Oh, da ist was Neues dazu. Eine Steingolem-Trophäe. Die kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht. Habe ich nicht gesehen. Nein. Schau mal. Komm her. Nimm ja, bitte. Mal. Hier. Habe ich noch nie gehabt. Ah. Okay. Neu. Nimmst du das Zeug hier? Was für ein Zeug? Das Holz? Ja. Da lag auch noch Wolfsfleisch, glaube ich, mit dazu. Hier liegt auch noch ein Fell rum vom Wolf. Was? Frischestes Wolfsfell. Hä? Wo ist Wolfsfell? Hier so? Hab ich, okay. So, ich hab was hupen hören. Es hupt die ganze Zeit schon. Ich höre was, was du nicht hörst. Ich höre dein Hupen aber auch. Okay. Oh, Moment. Ich höre einen Drachen. Au. Oh, der war gut. Den müssen wir doch holen hier. Oh, was ist das? Hä? Hier hinten. Der kommt. Ach, da oben ist ein unten. Haus. Schau mal, da oben ist ein Haus. Da könnte man eine Basis einrichten, eine kleine. Ja, genau. Na, der war ja wieder gut hier. Meisterlicher Schütze, meisterlicher Schütze. Komplett doch hier. Ich kümmere mich gleich weiter um das Silber. Moment. So, da ist er weg. Uff. Uff hat's gemacht. So. Ich hab doch hier irgendwo... Wollen wir zuerst da oben die Basis einrichten oder lieber nicht? Weil jetzt kommt erstmal ein Drache. Wie du willst. Wir haben noch Wansti, ne? Ja, wir haben noch Wansti. So, der ist weg. Wir können ruhig erst einmal, wenn du willst. Hier ist Silber. Die liegt sogar offen. Was?
das ist ja ganz was Neues. Ach okay, ja, ich, markierst du oder ich? Nee, ich mach das. Ich habe ja beim letzten Mal. Ja, das machst du. Ja, ja. Ja. Genau, wir rennen erstmal. Ich gerne mal da schnell hochfetzen. Genau, wir rennen erstmal quer rüber und schauen mal, was es hier so Schönes gibt. Eine offene Silberader, das ist ja auch nicht schlecht. Und nee, natürlich ja auch nicht schlecht. Warte mal ein bisschen. Ja, mal kurz warten. Ding, 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 ding. Ja, das ist immer das. Da brauchst du wirklich volle Power, um hier hochzukommen. Deswegen müssen wir ein bisschen, das wird ein bisschen dauern. Da oben ist noch ein Drachen. Ein kleiner. So ein Hobby-Drachen. Ein Hobby? Du willst ja bloß zu deinen Zwiebeln, gib's doch zu. Ja, hätte ich schon gerne. Aber jetzt finde ich es nicht mehr. Wo war's denn? Ja, weiter unten, weiter unten. Hier, bei mir. Ach, weiter zurück. Unten? Wenn es denn hier reingeht, ich weiß nicht. Ah, irgendeiner macht. Klingt doch trauger eigentlich. Ja. Hä? Was ist denn hier los? Und das ist ein komisches Ding. Hä? Das verschneit. Die sitzen da unten im Stein fest. Wie kommen wir denn da hin? Das ist ja wirklich. Moment. Ich hab gar. Hä? Ach, so Spitzhacke habe ich hier, ja. Und? Oh, da sind sie schon. Da sind sie schon alle, jawohl. kommen Sie, staunen Sie. Sehr lustig. Da haben wir Drachenmutter, okay. Ja, die ist wirklich weit weg. Uiuiui. Ich möchte trotzdem mal gucken, ob es hier noch irgendwo eine Kiste gibt. Mhm. Gut, da hauen wir uns hier mal durch. Da brauchen wir, glaube ich, wieder die Axt. Ne? So, wer erstört? Er. Rachi Pachi. Komm her. Nein, nicht getroffen. Aber das ist nicht schön für eine Basis. Nee, nicht wirklich. Au. Was machst denn du hier? Hey. Ich war gerade nicht bei der Sache. Wir haben nicht viele Ansprüche an dich, nur dass du stirbst. Wenn ich treffe. Ne, bin ich irgendwie... Sehe ich falsch? Ich stehe, glaube ich, falsch. Ja, okay. Hoppenschuh. Hoppenschuh, okay. Guck mal, ich versuche mich mal hier durchzukloppen. Ich glaube, das geht gar nicht, ne? Habe ich 10 Holz dabei? Dann könnte ich eine Werkbank aufstellen. Nee, habe ich leider nicht. Hast du 10 Holz dabei? Ich habe 8. Okay. Nö, hier gibt es auch keine Kiste. Nö, alles gut. Nee, lass mal. Komm. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal unten weiter, oder? Erstmal? Ja. Folgt dir mal unauffällig. Da unten gibt es ein Drachenei. Ja. Die sind ja auch so schwer. Ja. Oh, und 2 Drachen dazu, die es beschützen. Juhu. Die haben uns wohl gesehen. Einer ist angeknackt. Der andere brennt. Ja, komm. War der andere weg? Ja. Okay. Also der ist gerade hier runtergeflogen. Ja, sind beide weg. Hier ist die Drüsen, nehme ich mal. Mhm. Und das Ei. Schauen wir mal, ob ich das noch tragen kann. Das müsstest du nehmen, weil ich habe die Wünschelrute ausgerüstet. Ja. Hab's. Genau, die Eier braucht man natürlich dann zum Beschwören. Ja. Und die machen sich auch gut als Deko auf dem Tisch. Warte mal, ich hupe. Nee. Ah, ich glaube, das ist dieselbe Ader, die wir vorhin hatten, oder? Nee. Ja, wir haben sie halt noch nicht weggemacht. Also wir können die jetzt auch gerne wegmachen. Nee, wir müssen in die Richtung. Irgendwo in der Richtung ist was. Ich höre ein Hä? Ja, auch nicht. Warte mal. Wo ist es denn? Aber eigentlich müssen wir die Ader wegmachen jetzt, weil das bringt alles nichts. Ja. Na dann los, gehen wir dahin. Aber sonst hupt die uns immer wieder an, weißt du? Nein, das ist eine andere Ader. Ja, aber trotzdem, weg damit. Okay. Nö, dann gehen wir schnell dahin. Oh, was ist denn hier? Was steht denn hier? Was zum Vorlesen? Es ist kalt und frisch und was weiß ich wahrscheinlich. Hm.
Mögest du, der du diese Zeilen liest, dich vor den Frostwirren in Acht nehmen? Einige der ältesten Wesen, die dem Körper Ymirs entsprangen. Aha. Ihr könnt ja Pause machen, euch das durchlesen, wenn ihr Lust habt. Du bist ein fauler Hund, ehrlich. So, pass auf, okay. Dann, ja? Genau, also ich habe keinen Platz mehr frei und ich bin auch fast voll. Also wenn, dann musst du das jetzt alles nehmen. Oh, schau mich gleich schon das Obsidian-Ding. Dann muss ich mal ein bisschen mein Gürtel anziehen. Ja, dann klappt mal schnell das Ding hier weg. Ja. Und dann gibt es ja auch gleich die Info, was wir alles durch das schöne Silber bekommen. Aber erstmal müssen wir hier ein bisschen freikloppen. Nützt ja nichts. Genau, wir machen das immer so, wir hauen die einmal immer komplett frei und dann... Ja. Das dauert natürlich auch ein bisschen. Ja, es kommt immer drauf an, ne? Also wenn es natürlich in der Erde ist, geht schneller. Hier ist natürlich jetzt ein Riesenstein drauf, der dauert etwas länger. Bisschen, ja. Okay. Oh. Angriff, Wölfchen. Du hast Freude, ne? Und einen Drachen, habe ich gerade noch gehört irgendwo. Ja, den machst du platt, ne? Das Fleisch muss ich mir auf jeden Fall noch gönnen. So, wo ist er? Der hat doch hier. Ach, da. Er will wieder was von dir. Das ist so typisch, echt. Die blöden Drachen, die wollen immer nur mich töten. Immer. Na, wo ist er? Da. Boah. Ich weiß gar nicht warum. Die mögen dich halt. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du bist hier völlig unschuldig an der ganzen Gesamtsituation. Ja. Oh, ey, was ist denn mit dem? Kannst du mal ein Stück rauskommen? Okay, hat sich schon erledigt. Ich soll rauskommen? Ja. Was haben wir denn hier noch? Ah, ich habe gar keinen Platz mehr. Kommst du mal das Zeug hier einsammeln von dem Drachen, die Drachendrüse hier? Ich. Aber das ist auch alles, was ich nehmen kann. Ja, ja, ja. Ansonsten bin ich voll. Ich habe schon wieder einen gehört. Ich höre auch einen. Wo ist er denn? Ündrachen. War er da? Ich glaube, der hat keinen Bock. Ja, doch, der ist über mir, ja, natürlich. Ja, ich schon, natürlich. Ja, ist da klar. Wenn du Drachen suchst, such bei mir. Die sind immer die bei haben mir. Irgendwie. Haben die was gegen weibliche Mitspieler, kann das sein? Genauso wie der Uralte, der ist auch immer der nur ist hinter nur mir zu her dir gewesen. Gekommen, ja. Den Olli hat er total ignoriert einfach. So, das gibt's gar nicht, weißt du? Passt schon. Alles gut. Der schießt auf den, der macht und tut. Nein, Olli. Ich gehe nur auf Dani. Oh, ich hab verrissen. Okay, du hast gleich wieder eine Drüse. Keine Trophäe, ne? Nee, blöd. So, dann setze ich das mal das. Sieht ganz schön hübsch aus hier, gell? Nee, ich kann den nicht mehr nehmen. Jetzt ist vorbei. Okay, dann lass uns erstmal ausladen gehen. Das macht ja so keinen Sinn. Also müssen wir jetzt fast, weil das... Ja. Unsere Bude hat natürlich keiner markiert, ne? Nein! Natürlich nicht. Warum auch? Das wäre auch zu einfach jetzt, ja? Nee, da unten ist, ich sehe sie schon. Oh, Technolicht. Techno. Hui. Ja, wir können auch kurz nach Hause schlafen. So. Ja, ja, das würde ich auch machen, weil jetzt wird es dann dunkel und... Wie der schön, der glänzt hier, der Schnee. Hm? So kalt ist das hier. Wink. So, kommen sie. Flup. Ja. Ah, warte, ich habe irgendeinen Gegenstand, den ich nicht teleportieren kann. Was habe ich? Ach, das Ei. Das ah ja, Ei, stimmt, das ja. Das Ei des Kolumbus. Schwupp, und schon bin ich durch. So, Wolfsfell hast du gesagt, haben wir hier. Genau, jetzt pass dann auf, jetzt muss ich gleich mal ein paar neue Kisten machen. Obsi, ne? Genau, Obsidi. Also hier kommen unsere ganzen... Ja. Oh, da liegt schon wieder was drin. Also liegt du schmeißt aber auch die... Nein, du schmeißt aber auch immer überall alles rein. Das ist echt... Du hast da drüben deine Ankommenkisten und jetzt mache ich hier auf und Stimmt. Hier ist ein Wolfszahn und Gold drinnen. Wie geht das? Das ist ja natürlich gut, wenn da eine Ankommenkiste ist, dann... Halt, nee, die brauche ich hier. Genau... Oh, Männer, echte Männer. Kann ich eins rüber machen?
sind denn da draußen für Geräusche? Ja? Das hört sich wie Grauling an. Irgendeiner ist da richtig sauer. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ja, dann lass uns doch beim nächsten Mal einfach erstmal eine Basis suchen im Gebirge. Wie viel haben wir denn unsere schon? Steinkiste ist voll. Weil so viel haben wir jetzt da noch nicht erkundet. Ja. Dass was willst du? Du willst erkunden erstmal? Ja, ja, dass wir da eine Basis haben. Weil ich habe ja das Portal die ganze Zeit dabei. So, ja. Ist auch ganz schön doof irgendwie. So, ich lieg schon im Bettchen. Was? Ja. Bin bereit zu nächtigen. Ich nicht. Ich muss noch aufräumen. Das geht alles. Ja, ja. Das nützt ja nichts. Genau, ich mache kurz Pause und wir sehen uns drüben im Gebirge wieder. Bis gleich. Was? Die Aufnahme geht schon. Wir sind zurück im Gebirge. Und ich habe vergessen, jetzt einen Frosttrank zu nehmen. Und schon geht's wieder hoch hier. Oh, lol, lol, lol. Moment, ich bin ein wenig nicht so flink wie Sie, junge Frau. Bin ja auch ein dicker Mann. Wir haben es wieder nicht markiert, oder? Warte, das mache ich gleich. Moment. So, habe ich gemacht. Genau, ich würde jetzt aber trotzdem gern diese eine Silberader jetzt schon mal machen. Willst du die machen? Ja. Dann, dann machen wir die. Boah, das ist ja echt ein Gebirge hier. Das geht ja steil gen Himmel. Oh, jetzt komm. Oh. Lauf. Oh, wieder ein Drache. Um den Drachen kümmerst du dich doch, oder? Manchmal schon. Die traurige Trompete singt das Lied von Ausdauer. Olli ist halt einfach der bessere Schütze als ich. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Ich bin halt einfach eine Klopperin und er ist halt mehr so, aber er kommt nicht. Ach, da jetzt kommt er. Ja, Geduld. Haben Sie doch ein bisschen Geduld mit dem alten Mann. Da stehe ich schon seit 3 Stunden hier ja, oben, verstehst du? Du frierst. Hier ist übrigens noch eine Silberader. Hä? Ja. Das auch eine offene? Ja. Hier ist auch ein Drache. Moment. Eine Sache nach dem anderen. Die sind aber auch wirklich dezent aggressiv. Komm, komm, Bubi. Bleib stehen. Bleib einfach ganz still stehen. Bedanke mich. Uff. Wieder keine Trophäe. Ich möchte den ganzen Käse hier mal rausschmeißen. Und du bist hier schwer am Hacken. Naja, ich versuche halt die Ader freizukriegen irgendwie. Oh, okay. Das ist ja wie ein Bergbauunternehmen hier. Das ist, gibt's ja keine Bagger. Das wäre schön. Oh, Junge, 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 Junge. Wölfchen, hallo. Hallo. Wölfi, Mölfi. Tschüss. Da haben wir uns wirklich die ungünstigste Ader ausgesucht von allen. Ja, aber echt. Das ist ja wirklich noch Handarbeit hier. Mal gucken, wo das Ding noch hingeht. Da kloppen wir bis zum Sonnenuntergang. Die Ausdauer. So, ich werde aber trotzdem schon langsam mal so ein Stückchen abknapsen, damit ich sehe, was wir alles bekommen. Jawohl, mach das. Boah, das ist ja ein wirklich dickes Ding. Ist so ein dickes Ding. Raus damit.
So, schauen wir mal. Ich wollte gerade schauen. Nein, geh doch weg. Mach doch nicht sowas mit mir. Ich bin so ein tierlieber Mensch, aber manchmal auch meine Tierliebe hat Grenzen. So. Sag mal, ihr lässt mich auch nicht in Ruhe. Du, warum lasst ihr mich nicht Silber hacken? Einfach so. Deswegen bin ich doch hier. Wissen die aber auch. Ja. So, darf ich jetzt bitte hacken? Darf ich? So. Stein. Okay. Stein. Silber. Ach, du wolltest Silber hacken. Oh, mein Hack ist durch. Oh, hab ich vergessen zu reparieren vorher. Oh, oh. Ja, das ist natürlich... Ja, tschüss. Tschüss. Lass mich hier alleine im Gebirge. Bitte. Mache ich. Ich arbeite hier, bis es dunkel wird. Das auch ohne dich. Mhm, merke ich. Kein Problem. Du kannst auch mitkommen, wenn du möchtest. Nein. Kein Bock mehr? Ich habe gesagt, ich mache Silber, also mache ich Silber. Wenn wir noch viel Stein bräuchten, das wäre unser Tag heute. So, was liegt denn hier schon alles rum? Was habe ich denn hier? Silber habe ich immerhin schon 12. Hm? Und was können wir Schönes bauen? Das weiß ich noch nicht. Die müsste ich erst einschmelzen. Das lohnt sich erst wirklich, wenn wir die Karre voll haben. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Vorher braucht man ja gar nicht los. Oh, Explosion. Ich werde schon wieder begrüßt hier von so einem blauhäutigen Typen. Tschüss, Drachen. Uff. Muss ich natürlich da hochgehen, gucken, ob der für mich... Oh, ich glaube, ich bin falsch ins falsche Ding gelaufen, oder? Ich weiß nicht. In dem Sumpf rauskommst? Ja. Njam, 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 njam. Nee. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hä? Was denn du hier gebaut? Naja, eigentlich habe ich versucht, die Ader freizulegen, also. Nö, ist okay. Ja, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal in den Sumpf, um Eisen zu holen. Was? Ja. Warum sagst du so böse Sachen? Warum? Weil die Silberrüstung Eisen braucht. Und Silber. Und Ketten. Oh. Leid mir das auch tut. Tut. Das glaube ich nicht, dass ihr das leid tut. Doch. Ich bringe einen Drachen mit. Oh, das ist nett. Ich habe ja lange keinen mehr gesehen. Nein, es hat mich die Sonne etwas geblendet. Schon wieder. Sag mal, bin aber wirklich, du hast doch gesagt, ich bin ein guter Schütze, ne? Habe ich vorher so ganz mutig gesagt. Das war eine glatte Lüge. Erzähl den Leuten nicht sowas. Glauben das noch. Bitte Trophäe, nein. Aber ich habe auch bloß gesagt, dass du ein besserer Schütze bist wie ich. Also das heißt jetzt eigentlich noch nicht, dass so. Du ein guter bist. Stimmt, ja, ja, ne, hast recht. Da hast du recht. Kloppen wir uns hier schön durch den ganzen Berg durch. Ey, sag mal, die sind aber wirklich penetrant, die Viecher, oder? Ja. Ja, sag mal, hier ist doch irgendwo ein Nest. Hat doch gerade was. Ja, da ist er doch. Ja, da war ein Nest, aber das ist eigentlich, da dürfte kein Ei mehr drin sein. Das habe ich hier rausgeholt. Aber die wollen immer nur dich. Ja. Uff. Bitte eine Trophäe für mich. Lieber Drachen. Hä, wo ist denn hin? Oh, da unten sind schon Ebenen. Oh oh. Da sind wir noch lange nicht bereit. So,
So, ich würde sagen, ich gehe mal kurz ausladen. Ja, ja. Ich pack hier hinten halt weiter. Pack zu viel. Huhu. Boah, das ist ganz schön schwer, das Zeug. Ist ja auch Silber. Mhm. Ich komme gleich wieder. Moment. Ja, da ist er. Die verlustige Frostdrüse. Und hier willst du dann mit dem Wagen runter. Ich habe da hinten einen Troll gesehen übrigens. Oh. Trolli, Baby. Hat der eine andere Farbe wie die anderen? Ich glaube schon. Oh, oh. Was, der Troll hat eine andere Farbe? Er sieht so türkis aus. Ist vielleicht ein Mehrfachsterne-Troll? Ein Multisterne-Troll? Mal das da rein. Dann gehe ich mal schnell rüber, meinen Kram reparieren. Damit du dich mit dem Troll ein bisschen beschäftigen kannst, alleine. Ich bin ja oben im Schnee. Ach so. Bin ich da gehabt. Unten bei dir. So, Ankommenkiste hast du gesagt, ne? So, ich habe immer noch das Portal mit dabei. Ja, ja, wir machen die Eisending, die Silberding hier jetzt mal weg und dann suchen wir uns ein Zuhause. Ja. Ein bergiges. Lup. Dann schauen wir mal, ob der da drüben die Füße stillhält. Kannst du ihn auch töten, wenn du möchtest. Hm, na, ob ich das möchte? Ich glaube nicht. Hopp, 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 hopp. Ja, immerhin erfriere ich nicht. Ich habe hier so eine schöne Höhle gehackt. Ja. Dass ich hier drinnen gerade ohne Frosttrank arbeite und eine Unterkunft habe. Ja, das ist, du solltest ins Immobiliengeschäft gehen. Ja, ich merke schon, ich werde Architektin. Ja, ja. Weil ich habe, mein Frosttrank ist schon lange aus. Ich habe aber nur das Kältezeichen, aber mehr nicht. Und Ausdauer geht auch nicht runter oder sonst irgendwas. Also alles gut. Und hab das Unterkunftszeichen. Okay. Kalt, okay, sagst nichts mehr. Nee, ich bin also affiger als Buff. Oh, ich habe keine Ausdauer. Genau, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir bisschen was erforscht haben hier, ein bisschen ein paar Silberminen markiert haben und noch 550.000 Drachen abgeschossen haben. Da ist schon wieder einer. Oh, es ist ja hier eine Plage. Die sind ja wie Mücken im Schlafzimmer, die Viecher. So, ich lasse schon Eisen selber liegen. Nicht gut. Warte, ich komme gleich. Ja, ja, wir müssen dann eben mal kurz runter und ich muss dann ausladen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.